Das Trondheimsleier Sjøcamp liegt im Schatten der Insel Hitra und Smøla auf dem norwegischen Festland. Diese Ferienanlage liegt windgeschützt in einer großen Bucht. Die Wege zu den Top-Plätzen sind kurz. Und selbst unter widrigen Bedingungen ist das Angeln auf die Artenvielfalt der Trondheimsleier möglich. In der Nähe der Anlage befindet sich eine Lachsfarm. Dort stehen immer reichlich Köder und Makrelen. Hier kann man sich schnell seine Köder besorgen. Aber bitte immer genügend Abstand zur Lachsfarm einhalten. Der nächste Seeheck, das geht hier ruckzuck geht das hier. Nicht schlecht. Thank you.
wir haben es Mitte Juli. Wir sind hier im Trondheimsleier Schöllcamp an der Trondheimsleier. Und Mitte Juli ist die Trondheimsleier voll mit Seehecht. Das ist das Ergebnis von 2 Stunden Angeln heute. Wetter, Wind her, klasse, kaum Wind, aber Nieselregen den ganzen Tag. Ich konnte nicht so viel filmen. Dafür jetzt, seht ihr das hier, wir hatten Doppeldrills, teilweise Dreifachdrills. Hat richtig Spaß gemacht, oder? Ja, Wahnsinn, so viele Fische in so kurzer Zeit. Das sag ich dir. Und ja, jetzt geht's ans Filetieren. Willi? Also, lass uns loslegen. Wir haben noch viel zu tun und wollen gleich nochmal rausfahren. Also. Alles klar. Wir sind hier im Trondheimsleier Schöllcamp. Das Trondheimsleier Schöllcamp liegt gegenüber der Insel Smøla am Festland. Ist ein richtig gutes Angelrevier und ich werde euch jetzt mal das Camp aus der Vogelperspektive zeigen. Und danach werden wir ein bisschen ins Detail gehen. Ich zeige euch die Häuser und sage euch auch ein bisschen was zu den Booten. Hinter mir seht ihr den Hafen mit dem Filetierplatz und hier liegen 19 Fuß 50 PS und 17 Fuß 40 PS Boote, jeweils mit GPS-Kartenplottern ausgestattet. Wir hatten diesmal 19 Fuß 50 PS Aluboot, ausgestattet mit GPS-Kartenplotter und für uns ist das eines der besten Boote für die Region. Neben dem Filetierplatz haben wir noch einen Grillplatz zur allgemeinen Benutzung und da kann man abends mit seinen Kumpels noch mal ein schönes Bierchen genießen. Hier seht ihr Haus 1, da haben wir diesmal drinnen gewohnt. Das Haus ist ausgelegt für bis zu 4 Personen. Und wer gerne mit 6 Leuten reisen möchte, kann auch noch den Typ 2 dazu buchen. Hier drinnen befinden sich 2 Betten und eine kleine Küchenzeile. Ein riesiger Vorteil bei allen Häusern ist, dass ihr direkt vor der Haustür parken könnt, um ein- und auszuladen. Am Ende seht ihr Haus 5, ausgestattet für 6 Personen. Und daneben seht ihr Haus 4 und Haus 3, ausgestattet für jeweils 4 Personen. Hier seht ihr Haus 7. Das Haus wurde vor 2 Jahren neu erbaut, bietet einen sehr hohen Standard und ist ausgelegt für bis zu 8 Personen. Hinter mir seht ihr Haus 6. Das Haus ist auch ausgelegt für bis zu 4 Personen. Und von der Terrasse aus hat man einen herrlichen Blick auf den Hafen.
So, jetzt habe ich hier einen schönen Dorsch gefangen. Eigentlich sind wir hier beim Seehechtangeln. Wir angeln hier auf ungefähr 100 Meter Tiefe. Da habe ich einen schönen Dorsch gefangen und leider sind alle unsere Montagen jetzt vertüdelt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Knotenarbeit vor uns. Also hier gibt es auch schöne Dorsche. Wir haben heute mal ein bisschen querbeet geangelt und haben dabei ein paar schöne Köhler, Dorsch, Seehecht und auch Poller gefangen. Hat alles wunderbar geklappt, hat super Spaß gemacht. Pflege und Wartung ist nach einem Salzwassereinsatz nötig. Hier im Trondheimsleier Schölcamp ist das kein Problem. Wir haben hier meistens mit einer Nachläufermontage gefischt, mit zwei Anbissstellen. Die obere Anbissstelle mit einem 5-0er Drilling, Oktopus, einer Auftriebsperle, Leuchtschlauch und Spinnerblatt. Die untere Anbissstelle ebenfalls mit einem 5-0er Drilling, Oktopus, aber zwei Auftriebsperlen, um Hänger zu vermeiden, Leuchtschlauch und Spinnerblatt. 500 Gramm plus Abstandshalter langten bei uns aus. Eine Tiefseeleuchte bringt 30% mehr Bisse.